Hi, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und ich möchte dir gleich eine Frage stellen. Kennst du Menschen, welche immer wieder jammern und nörgeln und sagen nein, dass sie eben was nicht erreichen? Nur weil sie vielleicht in ihrer Kindheit was nicht konnten oder durften und eben verletzt wurden? Kennst du genau solche Menschen? Genau die meine ich. Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich genau jetzt auch dir sagen würde, hey, lass uns doch zusammen aus diesen Menschen Superstars machen. Superstars, dass auch sie auf der Sonnenseite stehen dürfen im Leben und eben wieder ihr Glück zu finden, um das volle Potenzial zu entfalten. Hallo und guten Morgen, mein Name ist Alex Hurschler, beim Podcast Volles Potenzial. In dieser Episode möchte ich dir einen Schlüssel und nicht irgendeiner, sondern genau dein Universalschlüssel an der Hand geben, welches du für dich einsetzen kannst, welches du für dich nutzen kannst, um dein volles Potenzial zu entfalten. Also nichts los und wir beginnen gleich jetzt. Finde deinen Universalschlüssel, ist eine große Ansage, wo man sich auch mal fragen darf, ist es wirklich ein Universalschlüssel, den man für alles anwenden kann? Gibt es das überhaupt? Ja, das gibt es. Wenn wir genau wissen, was wir wollen und gezielt vorgehen, wirst du deinen Universalschlüssel für dich einsetzen können. Ich möchte dir gerne heute 3 Stufen zu deinem Universalschlüssel finden. Ich werde dir sagen, was dein Universalschlüssel ist. Stell dir mal Menschen vor, kleine Menschen, welche auf allen Vieren herumkrabbeln. Als ich noch Hausmann war, hatte ich viel mit meiner Tochter gespielt und das war fantastisch zuzuschauen, was sie da macht. Ich hatte doch nie meiner Tochter vorgekrabbelt, dass sie mir hinterher zotteln muss, auf allem Vieren, dass sie es eben quasi sieht. Nee, die wusste das selber. Instinktiv hat sie das gemacht. Wie funktioniert das? Das weiß ich leider nicht. Aber durch meine Studie mit meiner Tochter als Hausmann durfte ich doch vieles sehen. Ich bemerkte, dass wenn sie einen inneren Antrieb hat, viel schneller vorankommt. Wenn sie ein Ziel vor Augen hat, hat sie das einfach gemacht. Sie hat sich da auch nie gefragt, das werde ich nicht schaffen. Sie konnte es mir nicht sagen, aber es hat nicht so ausgesehen. Und als sie dann immer wieder missglückt hatte, ihr Vorgehen, hat sie es wieder probiert. Und wieder. Ab und zu wurde sie ein bisschen wütend, habe ich gemerkt, wenn sie gewisse Sachen von sich gibt. Und überhaupt. Da merkte ich, oh, jetzt treibt sie sich an, dass sie eben volle Leistung geben kann. Wie machen wir das? Wir großen Menschen, wir jammern oder sind wütend, wenn was nicht klappt. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen auch aufgeben und sagen, schaffe ich leider nicht. Bist du schon mal richtig wütend gewesen? Warst du schon mal richtig traurig? Warst du mal schon richtig geizig? Warst du schon mal richtig eifersüchtig auf andere, weil sie was hatten, was du eben nicht hattest? Ich schon. Und ich glaube auch ganz viele andere Menschen. Wie lange warst du dann wütend? Ja, dann würde mir vielleicht jetzt sagen, ja, weißt du was, Alex, das kommt darauf an, wie fest wütend ich war. Ah, gibt es da Stufen? Von 0 bis 10 vielleicht. Welche Wütskala würde ich jetzt vielleicht nehmen? Die 6 oder die 4? Oder mal die 10. Nein, die 10 gibt's nicht, da explodiere ich. Ja, dann explodier doch mal, das habe ich noch nie gesehen. Versuch es doch mal aus zu explodieren. Wie lange bist du wütend, wenn du wütend bist? Wenn du eine Skala brauchst, dann nimm eine Zahl, ich brauche keine Skala. Ich merke immer wieder, auch mich selbst holt es immer wieder ein, wenn ich dann wütend bin. Oder eben das Gefühl habe, ich, nur ich, klappt da was nicht. Ach Mensch, ist das mühsam. Warum klappt es gerade bei mir nicht? Da stellt sich natürlich die Frage. Man kann lange wütend sein, man kann aber auch kurz wütend sein. Der Universalschlüssel, den ich dir jetzt gebe,
kannst du immer einsetzen, ist egal, bei welcher Skala du wütend bist. Aber überleg dir mal, du kannst nicht gleichzeitig wütend sein und dankbar. Du kannst übrigens auch nicht gleichzeitig geizig sein und gleichzeitig dankbar. Ja, mit der Eifersucht geht's auch nicht. Eifersüchtig sein und gleichzeitig dankbar. Warum geht das nicht? Was ist überhaupt dankbar? Dankbar ist eine Dankbarkeit, welche auch von innen herauskommt, dass man dankbar ist, dass man was erreicht hat, dass man etwas tun darf. Das hat aber auch schon zu tun mit seinen Erziehungen, welche man gelebt hat, bekommen hat und eben auch seine Einstellung. Das Dankbarkeit, die ist sehr tiefgründig. Und ich möchte dir gerne jetzt an die Hand legen, wenn du das nächste Mal wütend bist, ist egal auf was, versuch gleichzeitig dankbar zu sein. Ich weiß, man hört immer wieder, dass gewisse Menschen viel miteinander zu tun haben und eben viel gleichzeitig können. Ja, man kann gleichzeitig Musik hören, man kann gleichzeitig ein E-Mail schreiben, man kann gleichzeitig noch kochen. Das hört sich doch fantastisch an. Man kann gleichzeitig mehrere Sachen tun. Ich kann das nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht wütend, dass ich das nicht kann. Ich bin auch nicht traurig, nee. Eigentlich erfüllt es mich Dankbarkeit, dass ich das nicht kann. Weil ich habe bemerkt, wenn ich eins nach dem anderen mache, mache ich es nicht nur mit Dankbarkeit, ich mache es auch mit Liebe. Und ich denke, mein E-Mail wird besser ankommen, wenn ich mich auf dieses fokussiere. Wie auch das Kochen. Das Essen wird wahrscheinlich anders schmecken, wenn ich etwas nur kann. Ich gehe in kleine Schritte voran, aber ich mache einen um den anderen. Das ist noch wichtig. Und ich habe das Gefühl, wenn ich doch so vor mich hin arbeite, bin ich recht schnell, weil ich immer genau weiß, was ich tue. Und das ist auch gleich hier mit einem Universalschlüssel. Wenn du das nächste Mal wütend wirst, aufkommt, dann sei gleichzeitig dankbar, dass du eben wütend bist. Und du wirst merken, du wirst nicht beides können. Du musst dich dann für etwas entscheiden. Und wenn du dich entschieden hast, kommt gleich die Emotion wieder hoch und das wird dein Gefühl zeigen. Und das wünschen wir eben auch Dankbarkeit. Und bei Dankbarkeit kannst du sagen, ich bin dankbar, damit ich Füße habe, welche gesund sind und ich auf diesem Planeten laufen darf. Ich darf den Planeten spüren, denn wenn ich gesunde Füße habe, kann ich auch so vorwärts kommen. Ich kann mit meiner Tochter spielen, ich kann mit ihr rennen, mit meiner Frau schwimmen gehen. Ich kann da viel machen. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Übrigens, ich kann auch dankbar sein, dass ich atmen kann, damit ich gesund einatmen und ausatmen kann, welches mich mit Freude und Glücklichkeit aktiviert. Denn wenn ich atmen kann, weiß ich, ich lebe. Ich kann auch dankbar sein, dass ich zwei gesunde Arme habe, welche ich nutzen darf, um eben zu essen oder was Schönes für meine Tochter zu basteln. Ach so. Da darf ich dankbar sein. Ich darf dankbar sein, dass ich auch meinen besten Beruf ausüben darf. Dass ich das tun darf, was mir Freude bereitet und dass ich das als Beruf benennen darf. Das ist doch großartig, um noch mehr Menschen zu erreichen und zu erfüllen, was ihr volles Potenzial ist. Für das bin ich dankbar. Für was bist du dankbar? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, für was du dankbar bist? Und dann dich hinterfragt, warum du dankbar dafür bist, da frage ich einfach, warum bin ich dankbar? Wenn ich das Warum hineinbringe, wirst du merken, sofort werden dir Bilder vor Augen durchziehen, alte Emotionen hochkommen und eben neue zu aktivieren. Wenn du die Dankbarkeit mit einer Idee aussprichst, ist das einfach im Kopf. Und danach frage dich, warum bin ich dann dankbar? Es kann auch sein, dass du da einen Moment lang für dich innegehst und still wirst. Für dich mal eine kurze Zeit überlegst und dann was sagst. Es kann auch sein, dass du die ersten Sätze dann bildest und dann merkst, nein, das meine ich eigentlich gar nicht. Jetzt formuliere ich es richtig.
Es ist eigentlich die Liebe, die ich in mir erwecken darf, um andere Menschen zu beglücken. Das, was kommt, sage es. Denn da sind wahre Gefühle drin. Und du wirst merken, jetzt habe ich meinen Universalschlüssel aktiviert. Jetzt habe ich ihn und meine Gefühle werden jetzt aktiviert. Und der Hass ist gegangen. Auch wenn dann noch eine kurz zweimal Bilder aufblitzen, Gefühle, Emotionen hochkommen wollen, sagst du, nein, jetzt ist er aktiviert. Und ich werde dir jetzt auch sagen, dass ich die Dankbarkeit nicht nur als Vision erlebe, nein, ich fühle sie. Und dann stehst du auf und sagst, ich gehe gleich diesen Weg, ich tue dies, ich tue das, ich gehe jetzt mit meiner Tochter spielen, mach das. In diesen zwei Schritten kannst du deinen Universalschlüssel aktivieren. Als erstes eine Vision, als zweitens ein Gefühl holen und dann drittens sofort tun. Setz es um. Du bist dein Universalschlüssel, mit deinem Mindset kannst du es erreichen, mit deiner richtigen Einstellung. Und du wirst jetzt auch merken, es ist nicht wichtig, dass wir mehrere Sachen gleichzeitig tun können. Nein, wir machen doch eins nach dem anderen, denn wir sind da viel spontaner. Du wirst merken, deine linke und rechte Hirnhälfte, die möchten zusammenkommen, damit sie schneller lernen können. Dein Verstand möchte auch immer wieder die Sätze zu Ende führen, damit wir die Sätze abschließen können. Also möchte ich doch das Ganze mal mit dir zusammen gestalten. Machst du mit? Hast du Lust? Okay. Wir generieren jetzt deinen Universalschlüssel. Also was machen wir? Aha, jetzt darfst du das sagen. Wir generieren dein, Universalschlüssel. Schön, dass du es gesagt hast. Jetzt geht's weiter. Was machen wir zuerst? Okay. Wir haben eine Vision oder eine Idee, genau, richtig. Und dies ist die Dankbarkeit. Also, wenn du das nächste Mal wütend bist, wirst du sofort, was wirst du tun? Aha, du wirst deine Dankbarkeit aktivieren, sensationell. Und du wirst merken, in deiner Dankbarkeit wirst du dein Gefühl finden. Und jetzt, wo du die Dankbarkeit für dich als Vision vorgestellt hast, was machen wir als nächstes? Aha, genau, wir werden ein Wort, wo mit G beginnt, ein Gefühl aktivieren, indem wir uns fragen, warum sind wir dankbar? Genau, das Warum hast du soeben gesagt. Sehr gut. Und jetzt holst du aus deiner Vergangenheit Erinnerungen hoch, die ja dich als Bild erinnern können oder eben auch das Gefühl. Und das lebst du jetzt. Und der dritte Schritt, weißt du denn noch? Ja, genau. Jetzt kommen wir ins Tun. Wir setzen um. Also, nichts wie los, steh auf und aktiviere deinen Schlüssel. Ich habe vor kurzem in meinem letzten Buch, weil ich es nicht gelesen hatte, den 1%-Schlüssel kennengelernt. Der 1%-Schlüssel hört sich jetzt speziell an. Ich hatte mich sofort, als ich das, den Satz gelesen hatte, so, jetzt kommen wir zu deinem 1%, habe ich gesagt, wow, was kommt dann jetzt? Stell dir mal vor, hat mich sowieso aktiviert, weil ich da was Spannendes für mich entdeckt hatte. Da hieß es, wenn du jeden Tag etwas Neues tust, was du eben noch nie getan hast, wirst du in einer Woche 7 neue Sachen erlernen. Wow, das fand ich spannend. In einer Woche kannst du 7 neue Sachen erleben. Das ist doch was Heftiges. Übrigens, in 30 Tagen wirst du 30 Sachen erleben. Wow. Übrigens, in 90 Tagen wirst du 90 Sachen erleben. Stell dir jetzt mal vor, du bist selbstständig und hast das Gefühl, du hast keine Kunden. Sei dankbar, dass du jeden Tag einen Kunden anrufen darfst. Irgendjemand darfst du das. Ganz früher hat mir was gesagt, schau doch mal ins Telefonbuch nach und geh da mal nach. Heutzutage haben wir Internet. Heutzutage haben wir Facebook, Instagram, überall. Schreib jeden Tag einen Post auf Facebook, Instagram, dass du eben was anbietest. Du wirst übrigens nach 7 Tagen 7 Beiträge hinausgeschickt haben
vielleicht auch 7 Kunden akquiriert haben. Übrigens, wenn du das Gefühl hast, du willst abnehmen oder Muskelmasse aufbauen, dann darfst du jeden Tag spazieren gehen. Für 10 Minuten. Übrigens, nach 7 Tagen bist du 7 Mal spazieren gegangen. Das ist dann noch heftig. Sobald du das nicht nur einmal machst, sondern regelmäßig, wirst du merken, du wirst explosionsartig Neues dazulernen. Und das, dafür darfst du dankbar sein. Das ist für mich auch ein Universalschlüssel, dass du eben auch eine neue Perspektive bekommst. Was machen wir in unserem Schlüssel? Wir werden unser Fokus auf was anderes ausrichten. Wir tun nichts anderes, als uns unser Interesse auf was anderes auszurichten. Und das können wir hier mit Dankbarkeit. Das können wir hier mit diesem 1% Schlüssel. Wenn du jeden Tag was Neues tust, kannst du ganz viele Menschen damit glücklich machen. Was passiert, wenn du Menschen glücklich machst? Ah, du wirst auch glücklich. Jawohl, wenn du andere Menschen glücklich machst, kann das sein, dass dieser Funke des Menschen auf dich hinüberkommt und du eben glücklich sein darfst. Das ist doch der Universalschlüssel. Und jetzt habe ich es ganz verstanden. Wenn ich dies nämlich auf alles andere anwende, dass ich verlerne, meine Emotionen zu steuern, meine Gedanken zu steuern, dann kann ich genau sehr viel erreichen. Wenn ich genau weiß, wo ich was tun muss und darf, kann ich ganz viel erreichen. Übrigens, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag 5 Firmen anschreibe, werde ich nach 7 Tagen sehr viele Firmen angeschrieben haben. Auch wenn die nicht gerade retour schreiben, kann das sein, dass vielleicht mal einer sagt, den ich angeschrieben habe, hey, da ist jemand, der was macht, das kann ich jetzt benötigen. Übrigens, das ist aktiv sein. So kannst du lernen, dein eigenes Leben zu steuern. Warum soll ich dann eine Woche lang wütend sein und in meinen Hasenbau zurückkehren und einfach vor mich hinstempeln und sagen, ich bin nichts, ich kann nichts. Und übrigens, ich tue das, weil ich das immer tue und das fühlt sich so angenehm an. Ach, ich bin dann arm. Nee, wir kommen jetzt in ein Denkmuster, wo wir sagen, stopp, es ist schön gewesen, 2-3 Sekunden, 1 Minute lang wütend zu sein, aber ich kenne das. Ich hatte das schon viele Mal erlebt und du wirst auch merken, dass du so keine Skala brauchst. Es ist einfach das Gefühl wütend. Aber ich möchte mir jetzt nicht die Zeit aufwenden, um jetzt eine Woche lang wütend zu sein. Nee. Ich möchte meine Zeit nutzen, dass ich es auch genießen darf, einen Moment lang. Was Neues erleben darf, einen Moment lang. Was Neues tun, mein 1% Schlüssel aktivieren. Damit ich wieder auf die neue Bahn komme. Es bringt doch niemandem was, wenn ich da vor mich hin wütend bin und vor mich hin trötzle. Nee, man kann mal das sagen, dass ich jetzt verletzt bin. Das ist absolut gut. Es ist übrigens auch wichtig, dass man das sagt. Und dann werden wir uns neu fokussieren. Ja, da geht's weiter. Vielleicht geht's da gleich noch schneller weiter, weil wir bereits den Antrieb der Wut jetzt nutzen können. Ah, kennst du das von meinem letzten Podcast? Wir benutzen doch diese Kickstart und katapultieren uns in eine komplett neue Richtung und sagen, da bin ich. Ich präsentiere euch mein volles Potenzial und zeige dir, was ich kann. Diese Richtung soll es gehen. Ich hoffe, du konntest hier in meinem neuen Podcast viel profitieren, viel für dich nutzen. Jetzt sind einige gewaltige Ladungen gewesen, die ich dir hier erklärt habe, quer durch. Du kannst langsam die Zusammenhänge wahrnehmen, spüren, fühlen. Diese darfst du für dich einsetzen. Das war der Universalschlüssel, welcher du für dich ab jetzt nutzen darfst, wenn du es möchtest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich
möchte mich ganz herzlich bei dir für dein kostbares Gut bedanken, nämlich deine Zeit. Ich hoffe, dir hat meine Episode gefallen mit dem Universalschlüssel, damit du einen neuen Weg finden kannst, diesen auch anzuwenden. Beginne gleich sofort und nutze den. Du musst ja nicht immer sofort wütend sein, sondern kannst auch ein anderes Gefühl haben und dann sofort auf die Dankbarkeit schweifen. Es ist übrigens ein Training, welches du immer wieder für dich anwenden und nutzen kannst. Es freut mich, wenn du mich hier auf iTunes mit einem 5-Sterne bewertest, damit auch mehrere Menschen mich erreichen können. Es sind übrigens, glaube ich, schon fast über 6.000 Menschen, die ich hier meinen Podcast erreichen darf. Das ist eine enorme Menge. Dafür möchte ich einfach mal dankbar sein euch, danke sagen, dass ihr mich hört, dass du mich gefunden hast hier auf dem großen Internet. Das ist ja schon riesig. Es gibt immer mehr Podcasts, die hier neu geben. Das finde ich auch toll, damit du eben genau dein Ding für dein Thema findest und eben so neue Wege gehen darfst. Ich möchte hier dir mal ganz fest Danke sagen, 1000-mal, 1.000.000-mal Danke. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Mal Danke ich dir gerne sagen möchte. Einfach Danke für deine Zeit, danke, dass es dich gibt und danke für deine Anwesenheit. Mehr kann ich leider nicht sagen. Das ist auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Einfach mal Danke zu sagen. Dein Alex Horschler mit diesem Potenzial und Podcast.